ethische Schwingkreise. Und da erinnere ich Sie daran, was wir letztes Mal uns angeschaut haben, nämlich die Resonanzerscheinungen bei Serienschaltungen und bei Parallelschaltungen. Und da hat sich gezeigt, dass es für so Wechselstromschaltungen, wenn man also da entweder Spule und Kondensator in Serie hintereinander schaltet oder wenn man sie parallel nebeneinander an einen Wechselstromgenerator schaltet, dass es da merkwürdige Resonanzerscheinungen gibt, wo wir auch gefunden haben, eine bestimmte Resonanzfrequenz. Im Fall der Serienschaltung war das so, dass die Spannungen bei einer Resonanzfrequenz Omega 0 gerade genau entgegenphasig und mit gleicher Amplitude ablaufen bei Kondensator und Spule, sodass in Summe de facto dann für den idealen Serienkreis gar keine Spannung überbleibt und diese Serienschaltung damit durchlässig wird. Während aber an den einzelnen Gliedern, an der Kondensator und an der Spule, ganz beträchtliche Spannungen abfallen werden. Und bei der Parallelschaltung wiederum war es so, dass das Analoge für die Ströme gilt. Bei einer Resonanzfrequenz Omega 0 zeigt sich, dass für eine Parallelschaltung eines Kondensators und einer Spule die beiden Ströme in dem Kondensator und in der Spule auch genau gegenphasig und mit gleicher Amplitude eintreten, sodass sich die so wegkompensieren, dass dieser ganze Parallelschaltungskreis dann undurchlässig wird. Es tritt dann gar kein Strom mehr durch diesen Parallelkreis durch, nur innerhalb dieses Parallelkreises tritt dann eine oft erhebliche Schwingung der Ströme durch den Kondensator und die Spule ein. Das heißt, es läuft so rundum, aber nicht durch die beiden hindurch. Und so etwas nennt man auch einen Schwingkreis, der dann eigentlich mit sich selber genug hat sozusagen und wo man dann gar keine weitere Anregung braucht, höchstens natürlich, um Verluste durch dennoch vorhandene kleine ohmsche Widerstände zu kompensieren. Aber im Prinzip hat so ein Schwingkreis dann eben eine Resonanzfrequenz und wir haben also gesehen, diese Resonanzfrequenz die war Omega 0 gleich 1 durch Wurzel aus L mal C. Das galt übrigens in gleicher Weise für die Serienresonanz oder Spannungsresonanz wie auch für die Stromresonanz oder Parallelresonanz. Und jetzt wollen wir uns diese Sache noch aus einem anderen Gesichtspunkt anschauen. Wir wollen einfach nur einen ungedämpften Schwingkreis betrachten. Und dieser ungedämpfte Schwingkreis soll total einfach ausschauen. Auf der einen Seite haben wir eine Spule und auf der anderen Seite einen Kondensator mit Selbstinduktivität L und mit Kapazität C. Ein LC-Kreis. Und wir wollen uns anschauen, in welcher Weise bei einem solchen LC-Kreis wir den Strom als Zeitfunktion uns ausrechnen können. Na, da kommt einmal zunächst natürlich vor die Induktionsspannung. Diese Induktionsspannung, das ist ein U-Int an der Spule
Das hatten wir schon mehrfach, laut einerseits dem Induktionsgesetz und andererseits der Definition der Selbstinduktivität erhalten wir minus L mal dI nach dt. Das ist die Induktionsspannung an dieser Spule, wenn sich der Strom im Laufe der Zeit ändert. Ändert das sich nicht, ist die Induktionsspannung 0. In dem Minus steckt die Lenz'sche Regel drinnen und dieses L kommt hinein, weil die Selbstinduktivität L so definiert ist, dass Phi, der magnetische Fluss in der Spule, gleich L mal I ist, wenn I der Strom durch die Spule ist. Also statt L mal dI nach dt steht hier eigentlich d Phi, der magnetische Fluss nach dt, und damit steht da ja eigentlich nur das Induktionsgesetz. Andererseits tritt aber an dem Kondensator ein Spannungsabfall ein, und dieser Spannungsabfall an dem Kondensator, der lässt sich natürlich leicht ausdrücken. Die Spannung am Kondensator, schauen wir es da her, ist nichts anderes nach der Definition der Kapazität Q durch C. C ist die Kapazität, Q ist die Ladung des Kondensators, und damit erhalten wir in diesem Kreis unter Verwendung der Schleifenregel laut Kirchhoff, dass da einfach drinnen steht, weil ja da nur Spannungen vorhanden sind, Spannungsquellen praktisch, aber keinerlei ohmsche Widerstände. Die Summe aller Spannungen ist 0, oder in dem Fall, die beiden Spannungen sind gleich. Also das U-Int wird gleich sein dem Q durch C. Naja, und das können wir jetzt weiter umformen, indem wir da jetzt einmal dieses U-Int von hier einsetzen, was wir ja da gerade drüber geschrieben haben. Wir kriegen damit also den U-Int gleich Q durch C, dass eben das, wenn man es auf die andere Seite bringt, also Folgerung, da haben wir dann, schreiben wir da zuerst das so auf, dass wir da das U-Int auf die andere Seite bringen, dann haben wir minus U-Int plus Q durch C ist gleich 0. Wir bringen einfach das U-Int auf die andere Seite, gegen minus U-Int plus Q durch C ist gleich 0, setzen das ein, minus U-Int ist L mal dI nach dt plus Q durch C ist gleich 0. Wir wollen eine Differentialgleichung für den Strom in diesem Schwingkreis. Also differenzieren wir noch einmal nach der Zeit, damit wir mit dem dQ nach dt den Strom in den Zuleitungen des Kondensators erhalten. Also Differenziation nach der Zeit t ergibt L mal d2i nach dt Quadrat plus 1 durch c mal dq nach dt, das ist aber i, ist gleich 0. Und damit haben wir hier bereits die Differentialgleichung einer ungedämpften Schwingung. Denn die schaut schon so aus, wie wir das aus der Mechanik kennen.
Da kommen zweite Ableitungen der gesuchten Funktion und die gesuchte Funktion selbst vor. So sah auch die Differentialgleichung einer ungedämpften mechanischen Schwingung aus. Naja, und das können wir jetzt natürlich, jetzt sind wir ja schon mit komplexen Lösungsansätzen gut bewandert, mit einem komplexen Lösungsansatz lösen. Setzen wir also so an, dass wir eben schreiben, dieser gesuchte Strom, um den es uns geht, I, den setzen wir an als eine Amplitude mal E hoch I Omega T. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich immer, der Strom ist I, die komplexe Einheit ist I, aber das hat sich halt im Laufe der Zeit so entwickelt und das kommt man nicht herum. Da muss man halt genau mitdenken. Na, damit wir das also hier einsetzen können, brauchen wir auch die zweite Ableitung von I. Machen wir das geschwind. Also, einmal die erste, dI nach dt ist gleich A, dann die E-Potenz an der Geschichte nichts, E hoch I Omega t, aber die innere Ableitung der ganze Exponent nach t abgeleitet ergibt ein I Omega. Und wenn wir noch einmal differenzieren, dann haben wir d2i nach dt Quadrat und dann haben wir jetzt wieder a, den konstanten Vorfaktor, mal I Omega, das ist ja dann auch konstant, nur die Zeit ist ja da drinnen, da haben wir wieder ein e hoch I Omega t und wieder kommt ein I Omega noch vor, sodass da steht I Quadrat Omega Quadrat, aber da machen wir da ein Omega Quadrat und aus dem I Quadrat machen wir ein Minus, weil I Quadrat ist minus 1. Und damit können wir einsetzen. Und es zeigt sich, dieser Ansatz ist erfolgreich. Wir können also da unmittelbar einsetzen und kriegen also L mal D2I nach DT Quadrat, da haben wir das Minus. Minus L mal und sonst alles, was da hier steht, also A Omega Quadrat mal E hoch I Omega T plus 1 durch C mal I plus 1 durch C mal dem I da oben, dem Ansatz A mal E hoch I Omega T soll 0 sein. Das ist ja eben diese Differentialgleichung, die es zu lösen gilt. Nun, da sieht man natürlich die Amplitude fällt heraus und wichtig, das E hoch I Omega T fällt heraus und der Ansatz erfüllt also diese Differentialgleichung. Und damit kommen wir auch darauf, was für ein Omega sich einstellen wird. Dieses Omega ergibt sich dann da unmittelbar daraus. Sie sehen, es steht da, wenn man da also jetzt durch, also wie schreiben wir es am besten auf, 1 durch C ist gleich L mal Omega Quadrat, wenn man das auf die andere Seite bringt, oder Omega ist gleich 1 durch LC und die Wurzel daraus. Wurzel aus LC, das nennen wir eben dann Omega 0, das Omega, für das diese Gleichung lösbar ist. Und Sie sehen, es ergibt sich das Gleiche, wie wir es von den Rechnungen für den Parallelschwingkreis erhalten hatten. Also wir haben hier einen Schwingkreis, der für sich schwingt, ungedämpft mit dieser Resonanzfrequenz 1 durch Wurzel aus LC. Die Kreisfrequenz des ungedämpften
Sie können auch sehen, es hängt jetzt sehr davon ab, wie groß L und C ist, was also ist die Werte für diese Kreisfrequenz sein werden. Und für genügend kleine Induktivitäten und Kapazitäten können da durchaus hohe Frequenzen herauskommen, bei denen dann sogar möglicherweise die Annahmen bei der Wechselstromlehre, dass nämlich die Frequenzen klein genug sein müssen, sodass die Wellenausbreitung keine Rolle spielen soll, dann gar nicht mehr gerechtfertigt sind. Wie kann man sich also diese Situation jetzt veranschaulichen? Und da habe ich ein Bild mitgebracht, das ich mit Ihnen jetzt für diese ungedämpfte Schwingung diskutieren möchte. Gerade so ein Schwingkreis, wie wir ihn gerade besprochen hatten. Wir haben hier eine Induktivität, eine Spule und eine Kapazität, einen Kondensator. Und es gibt eine Schwingung in diesem Schwingkreis, der Strom geht periodisch hin und her, entsprechend diesem komplexen Lösungsansatz mit der Kreisfrequenz 1 durch Wurzel aus LC. Was bedeutet das? Naja, zu einem bestimmten Zeitpunkt wird der Strom gerade 0 sein, wenn der Kondensator in diesem Kreis voll aufgeladen ist. Dann wird also zum Beispiel die obere Platte positiv geladen sein, die untere negativ. Es gibt zwischen den Platten ein weitgehend homogenes, beim Plattenkondensator elektrisches Feld. Aber es fließt kein Strom, die Spule ist in Ruhe, da tut sich nichts. Wenn das aber so ist, dann wird natürlich dieser Kondensator sich beginnen, über die Spule zu entladen. Und das bedeutet jetzt, im Zuge dieses Entladungsvorganges wird also durch die Spule ein Strom fließen, und es wird sich in der Spule ein magnetisches Feld aufbauen. Irgendwo zwischendrin, während dieses Entladungsvorganges, wird der Kondensator gerade ganz entladen sein. Und man sollte jetzt meinen, damit ist die Geschichte zu Ende und aus ist das Spiel. Aber da hat man nicht bedacht, dass diese Spulen ja eine solche persistente Eigenschaft haben, ihre jeweilige Situation aufrechtzuerhalten. Zunächst einmal hat sich der Kondensator nicht sofort ganz schnell entladen können, sondern die Spule hat sich dagegen gewehrt, weil ja der Aufbau des magnetischen Feldes zu einer Gegeninduktionsspannung führt, sodass sich die Spannung, dass der Strom in der Spule nur langsam anwachsen kann. Nur letzten Endes, wenn der Kondensator gerade ganz entladen ist, ist der Strom durch die Spule in vollem Gang. Jetzt kann sie wieder nicht unmittelbar diesen Strom abschalten sozusagen, weil das führt ja wieder zu einer Änderung des magnetischen Flusses in der Spule, damit wieder zu einer Induktionswirkung, die dazu führt, diesen Strom möglichst aufrecht zu erhalten. Jetzt wird die Spule praktisch als Spannungsquelle agieren und diesen Kondensator in der Gegenrichtung aufladen. Das geht natürlich nicht ewig, weil irgendwann verbraucht sich die Energie, die in diesem magnetischen Feld drinnen steckt. Und damit kommt man letzten Endes dazu, dass der Kondensator mit der entgegengesetzten Polarität aufgeladen wird. Die Spule kommt wieder zur Ruhe, kein Strom fließt durch. Und wir haben wieder einen ähnlichen Zustand wie hier, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Worauf unmittelbar daran anschließend sich der wieder zu entladen beginnt, jetzt in der Gegenrichtung. Und dementsprechend muss sich hier wieder
ein Strom und ein magnetisches Feld aufbauen. Jetzt ist er entladen, das Feld ist aber da, die Spule versucht den Strom weiterhin aufrechtzuerhalten, der Kondensator lädt sich wieder in der ursprünglichen Weise auf und wir kommen dann letzten Endes zum Ausgangszustand hier zurück. Und wenn es keinerlei Verluste gibt, dann geht dieses Spiel ständig so weiter. Das ist ein durchaus ähnlicher Vorgang wie bei einer mechanischen Schwingung. Wenn der Kondensator voll aufgeladen ist, fließt kein Strom. Dem entspricht bei einem Federoszillator, dass es eine maximale potenzielle Energie gibt, und die schwingende Masse maximal ausgelenkt ist und dort zur Ruhe gekommen ist. Wenn sich jetzt der Kondensator entlädt, beginnt Strom zu fließen und diese Masse durchläuft hier die Gleichgewichtslage, bleibt aber dort nicht stehen aufgrund ihrer Trägheit, so wie hier auch der Strom nicht aufhört zu fließen aufgrund der Trägheit dieser Induktionsspule. Also hier haben wir jetzt praktisch potenzielle Energie 0, das entspricht also in dem Fall hier kein Feld in diesem Kondensator, aber die kinetische Energie, die da praktisch dem Stromfluss in der Spule und damit der magnetischen Feldenergie entspricht. Und die schwingende Masse schwingt in die andere Ruhelage, wo die potenzielle Energie wieder größer wird. Das entspricht hier wieder der Feldenergie. Die Bewegung kommt zur Ruhe, es fließt kein Strom. Schwingung wieder zurück zur Ausgangslage. Und so wie also hier die Felder zwischen Kondensator und Spule sich hin und her schwingen praktisch, schwingt hier die Energie zwischen potenzieller und kinetischer Energie hin und her beim mechanischen Oszillator. Also ein durchaus ganz ähnliche, eine ganz ähnliche Situation wie bei den mechanischen Schwingungen, was auch dargestellt wird durch diese ganz analoge Darstellung mit Hilfe dieser Schwingungsgleichung. Also Sie sehen hier, das Schwingen des Schwingkreises entspricht einem Hin- und Herschwingen des Feldes, der Feldenergie zwischen der Energie des elektrischen Feldes im Kondensator und der Energie des magnetischen Feldes in der Spule. Also das ist die Art, wie man sich die Schwingungen in einem solchen Schwingkreis darstellen kann. Nun kann man von hier aus ausgehend einen Schritt weitermachen und zu einem schrittweise zu einem offenen Schwingkreis übergehen. Wir wollen das so durchführen, dass wir ausgehend von unserem Schwingkreis, den wir jetzt gerade betrachtet haben, aber den Schwingkreis immer einfacher gestalten. Wir wollen übergehen von einem geschlossenen auf einen offenen Schwingkreis. Da wollen wir zunächst einmal davon ausgehen, dass wir uns noch einmal diesen geschlossenen Schwingkreis hernehmen und als nächstes einmal diese Spule einfach nur durch eine einzige Windung ersetzen, die so ausschaut. Das ist ja auch eine Spulenwindung, eine einzelne halt. Und da ist immer, da ist also das Magnetfeld, da ist das elektrische Feld dazwischen. Hier hat man immer noch hier das elektrische Feld und das magnetische Feld geht dann durch diese eine Spulwindung durch. Wir haben also da nach wie vor L und C und L und C. Aber wenn wir jetzt noch weitergehen, dann können wir
die zwei Kondensatorplatten aufmachen und haben dann einen derartigen Schwingkreis, in dem es also sowohl ein L als auch ein C gibt. Und wir müssen uns jetzt natürlich die Frage stellen, wie wird denn in dem Fall das magnetische Feld ausschauen? Und das möchte ich Ihnen auch hier anhand dieser Darstellungen zeigen. Also einmal, wie wir es schon hatten, Kondensator und Spule mit den Feldern, so wie ich es hier auch gezeichnet hatte. Wenn man dann nur mehr einen einzigen Kreis hat, dann gibt es also nach wie vor das E-Feld zwischen den Kondensatorplatten und ringförmig um diese Verbindungsleitung einen magnetischen Feldwirbel, so wie wir das ja schon seit Oersted kennen. Machen wir aber den Schwingkreis ganz auf, dann wird die Geschichte etwas anders. Jetzt haben wir natürlich keinen Kondensator mehr, wo wir sagen können, die Platten liegen eng beisammen und sind sehr groß und dazwischen gibt es ein homogenes elektrisches Feld. Das ist in diesem Fall natürlich nicht aufrechtzuerhalten. Aber man kann sagen, dass also zwischen dem Plus und dem Minus, diesen Platten, man hier also außen herum und innen drinnen elektrische Feldlinien hat. Zwischen diesen beiden geladenen Platten. Und andererseits, wenn da der Strom zwischen diesen Platten hin und her läuft, in einer bestimmten Phase, wird es um diesen geradlinigen Leiter auch einen magnetischen Feldwirbel geben und beide sind zeitabhängig. Also man hat dann zunächst einmal da drinnen noch das Magnetfeld und da drinnen das elektrische Feld und hier letzten Endes haben wir da herum, wenn das Plus gerade und Minus ist, die elektrischen Feldlinien und da rundherum, wenn sich das gerade entlädt, dann entsprechend die magnetischen Feldlinien. Naja, jetzt ist halt die Frage, wie schaut das dann konkret aus? Und wenn wir uns das genauer anschauen, kommen wir drauf, dass uns das zu den elektromagnetischen Wellen führt. Hier kommt also der Ansatzpunkt für die elektromagnetischen Wellen, die ich also jetzt mit Hilfe dieser Überlegung eben hier anschließen möchte. Und Ihnen gleich zeigen möchte, auch wieder so jetzt eher qualitativ, wie sich diese elektromagnetischen Wellen dann bei einem solchen System ausbilden werden. Also wir beginnen mit dem Punkt 6. Elektromagnetische Wellen. Da schließen wir gleich an diesen offenen Schwingkreis hier an. Jetzt ist es also so, dass wir nicht mehr, so wie bei den elektromagnetischen Schwingungen, davon ausgehen, dass es eine hinreichend lange Schwingungsdauer gibt, sodass sich also die Felder immer praktisch instantan über das gesamte betrachtete System ausbreiten, sondern man muss jetzt davon ausgehen, dass man so schnelle Veränderungen auch betrachten kann, sodass die elektromagnetischen Felder für unsere Betrachtung in den von uns betrachteten Systemen sich nur mit einer endlichen Geschwindigkeit ausbreiten werden. Das ist also ein Aspekt, mit dem wir es bisher in der ganzen Elektrodynamik noch nicht zu tun hatten. Und das ist natürlich der aufregendste Aspekt der ganzen Elektrodynamik, was auch dann letztlich die wichtigsten Schlussfolgerungen für die ganze Elektrodynamik zulässt. Naja, und da schauen wir uns gleich, um das also zunächst einmal anschaulich uns klar zu machen, noch einmal diesen offenen Schwingkreis an, aber jetzt in einer etwas anderen Darstellung. Wir stellen uns das jetzt so dar, dass wir
Hier anstatt zweier solcher Platten und eines Verbindungsdrahtes einfach einen sogenannten Dipol, einen herzischen Dipol betrachten. Also ein Stück Leiter, wo Ladungen sich drinnen bewegen können. Und da können Sie hier sehen, wenn sich da Ladungen bewegen, zum Beispiel hier gerade, positive Ladungen nach oben, negative nach unten, das entspricht einem Stromfluss in der technischen Stromrichtung nach oben, dann werden einerseits da von Plus nach Minus so elektrische Feldlinien entstehen. Die durchgezogenen Linien sind die E-Linien, von Plus nach Minus. Da sind auch Pfeilchen zu sehen. Ja, ich hoffe, man sieht das auch. Wenn ich da noch einmal abdrehe, sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Naja, hoffentlich. Wenn jetzt, und außerdem ergibt sich dann durch diese Bewegung da den Strom, der nach oben gerichtet ist, ein magnetischer Feldwirbel mit den entsprechenden B-Linien, die da aus der Tafelebene oder aus der Bildebene heraus und da wieder in die Bildebene eintreten. Umkreisen also wie ein Wirbel eben diesen stromdurchflossenen Dipol. Das kommt zu einem Ende. Wenn die positiven Ladungen jetzt oben und unten, die negativen, angekommen sind und der Strom zum Erliegen kommt. De facto ergibt sich das so, wie wenn eben der Kondensator, der da seine beiden Platten hat, optimal aufgeladen ist. In dem Fall gibt es also nach wie vor da die elektrischen Feldlinien, aber diese magnetischen Feldlinien haben sich jetzt ein Stückchen ausgebreitet, wandern nach außen. Der Strom kommt zur Ruhe unmittelbar in der Umgebung dieses stromdurchflossenen Dipols. Gibt es jetzt gar keinen magnetischen Feldwirbel. Erst wenn jetzt wieder die Schwingung zurückläuft, wird es so sein, dass man wieder einen Stromfluss in der anderen Richtung hat. Und der wird maximal, wenn die beiden Ladungen gerade an der gleichen Stelle praktisch sind. Das heißt, hier wird noch von Plus nach Minus das elektrische Feld ausgehen, aber diese Feldlinien haben sich auch schon nach außen ausgebreitet. Und letzten Endes, wenn jetzt hier die beiden Ladungen Plus und Minus an der gleichen Stelle sich befinden, kompensieren sie sich ja und es kommt zu gar keinem elektrischen Feld mehr. Diese merkwürdigen elektrischen Feldlinien schließen sich also, weil unmittelbar in dem Nahfeld dieses Dipols gar kein elektrisches Feld mehr vorhanden ist. Aber wir haben jetzt einen bedeutenden Stromfluss. Jetzt geht er nach unten, positive Stromrichtung. Das bedeutet wiederum, dass wir jetzt entsprechend wieder in der Gegenrichtung einen magnetischen Feldwirbel haben. Wenn also der Strom nach unten geht, geht der also so herum, von den Punkten zu den Kreuzen. Wir haben wieder einen magnetischen Feldwirbel, aber jetzt in der Gegenrichtung. Den anderen gibt es aber auch noch. Der hat sich hier schon wegbewegt. Jetzt haben wir einen neuen im Nahfeld dieses Oszillators. Aber es wird also noch spannender. Denn wenn jetzt diese Ladungen weiter sich wieder bewegen und das die Plusladung jetzt nach unten, die Minus nach oben kommt, haben Sie jetzt elektrische Feldlinien, die da wieder hinaufgehen, ähnlich wie die da heruntergegangen sind. Der Stromfluss ist aber hinunter. Das heißt, das magnetische Feld gibt es nach wie vor hier rund um diesen Oszillator und das elektrische. Sind die jetzt letzten Endes ganz außen angekommen, dann haben sie hier die Feldlinien von Plus nach Minus, die elektrischen, aber es fließt kein Strom mehr. Der Strom ist zu Ende gekommen,
Der Kondensator ist in der Gegenrichtung voll aufgeladen. So wie wir das auch bei dem Dipol besprochen hatten, dass einmal der Kondensator voll aufgeladen ist und wenn er entladen ist, dann der Strom maximal ist. Jetzt ist der Kondensator voll aufgeladen hier, Strom ist null. Im unmittelbaren Nahfeld hier entsteht gar kein magnetischer Feldwirbel mehr. Und geht das wieder zurück, wandern die positiven Ladungen wieder zur Mitte, die negativen auch, haben wir da eine technische Stromrichtung nach oben. Das heißt, einerseits schnüren sich jetzt diese elektrischen Feldlinien da wieder ein, von Plus nach Minus, und es baut sich und wird maximal dann hier wieder ein Strom auf, der wieder noch jetzt nach oben gerichtet ist, dem entspricht hier ein magnetischer Feldwirbel, der jetzt wieder in der Richtung so verläuft, wie es der technischen Stromrichtung nach oben entspricht. Wenn aber die Ladungen hier beisammen sind, kompensieren sie sich, was ihre elektrostatische Wirkung betrifft. Diese eingeschnürten E-Linien machen wieder geschlossene Linien und Sie sehen, dass auf die Art und Weise sich so mehrere Abschnitte des elektrischen und magnetischen Feldes rund um diesen schwingenden Dipol von dem Dipol ablösen und nach außen abwandern. So etwas konkret durchzurechnen ist relativ kompliziert. Und wir werden sowas hier in der Vorlesung nicht durchführen. Aber man kann sich relativ einfach überlegen, wie man eine derartige Wellenbildung sich aufgrund der Maxwell-Gleichungen erklären kann, wobei dann auch gleich die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser einzelnen Felder, die sich hier ergeben, dann als Resultat herauskommt. Sie sehen also, wir haben hier jetzt elektrische Feldwirbel, die einmal im Gegenuhrzeigersinn, einmal im Uhrzeigersinn hier auftreten und die sich da so wie Autoreifen torusförmig um diesen schwingenden Dipol herum ausbreiten. Und dann zwischendrin immer wieder magnetische Feldwirbel, in der einen und in der Gegenrichtung, die sich abwechseln mit den elektrischen. Zwischen den beiden elektrischen Feldwirbeln ist das Maximum eines magnetischen Feldwirbels und umgekehrt. Das entspricht eben der Situation, je größer der Strom ist und das magnetische Feld, desto entladener ist der Kondensator. Und es gibt nur geringe oder gar keine elektrischen Felder. Also ich glaube, anhand dessen kann man sich schon einigermaßen anschaulich vorstellen, wie so ein schwingender Dipol sich mit einem nach außen abwandernden elektromagnetischen Feld umgibt. Natürlich werden Sie die Frage stellen, wie bringt man denn dazu, den, dass er so schwingt? Warum hört er nicht sofort auf oder wieso fängt er überhaupt an? Und da natürlich ist die Möglichkeit gegeben, dass man so einen schwingenden Dipol durch eine induktive Ankopplung an eine von außen aufgeprägte elektrische Schwingung zu Schwingungen anregt. So wie man auch eine Induktionsspule durch ein variables magnetisches Feld dazu bringt, dass sich unterschiedliche elektrische Spannungen und Ströme in einer solchen Induktionsspule ausbilden. Das kann man auch mit einem derartigen schwingenden Dipol machen. So hat man also hier ein derartiges Feld und noch zur weiteren Veranschaulichung habe ich hier also noch eine Darstellung gebracht, die Ihnen das noch zusätzlich veranschaulichen kann. Hier ist der schwingende Dipol dargestellt. Das Dipolmoment schwingt, also einmal zeigt es nach oben, einmal zeigt es nach unten, zwischendurch verschwindet es, das elektrische Dipolmoment, und nach außen breiten sich, hier sind nur die elektrischen Felder eingezeichnet,
die elektrischen Feldlinien in der Weise aus, wobei jetzt der Abstand zwischen zwei entsprechenden, also gleichsinnig durchlaufenden elektrischen Feldwirbeln zwischen hier und hier als Wellenlänge zu bezeichnen ist. Also man kann erkennen, dass es hier eine bestimmte Wellenlänge gibt zwischen diesen beiden, sieht man auch hier, für die Ausbreitung dieser elektromagnetischen Wellen. Und insbesondere kann man schon erkennen, dass das E-Feld in der Richtung des schwingenden Dipols auch weit weg gleich Null sein wird. Das ist bereits eine spezielle Charakteristik eines schwingenden Dipols. Also damit wollte ich Ihnen zunächst einmal anschaulich nur klar machen, wie man sich die Ausbildung von elektromagnetischen Wellenfeldern klar machen kann. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, dass wir möglichst mit nicht allzu großen mathematischen Hilfsmitteln diese Wellen auch entsprechend aus den gegebenen Maxwell'schen Gleichungen, die uns ja jetzt schon zur Gänze zur Verfügung stehen, herleiten kann. Und da möchte ich ganz kurz noch wiederholen, was wir in der Mechanik über die Beschreibung einer Welle als einen räumlich- und zeitlich-periodischen Vorgang gelernt haben. Das ist jetzt für uns von größter Bedeutung. Also ich wiederhole kurz die mechanischen Grundlagen. Wir haben so eine räumlich- und zeitlich-periodische Welle dadurch dargestellt, dass wir zunächst einmal in einer Dimension geschrieben haben, die Auslenkung abhängig von einer Ortskoordinate und der Zeit, das sei also einer Amplitude gleich, mal einem Kosinus von Omega T minus Kx. Also eine räumlich und zeitlich periodische Abhängigkeit der Auslenkung eben von der Zeit und vom Ort in einer Richtung x einmal aufgetragen, wobei eben, weil Cosinus nicht größer als plus minus 1 wird, das U0 die Amplitude darstellt. Das Omega, ich wiederhole hier, nennen wir die Kreisfrequenz, das K die Wellenzahl. Wobei wir wissen, dass das Omega gleich ist 2 Pi μ oder 2 Pi durch T, wobei T die Schwingungsdauer ist. Und andererseits für das K gilt, dass das 2 Pi durch Lambda ist. T ist die Schwingungsdauer, Lambda die Wellenlänge. Nachdem wir jetzt uns Wellen insbesondere auch in drei Dimensionen anschauen wollen, werden wir diesen Ansatz auch verallgemeinern. Für den dreidimensionalen Raum, da sieht das dann so aus, dass dieses U von R-Pfeil und T jetzt, wobei R-Pfeil ein Ortsvektor ist,
gleich ist U0 wieder die Amplitude mal Cosinus von Omega T minus K Pfeil R Pfeil. Wobei jetzt die Unterscheidung zu dem ist, dass wir hier jetzt nicht nur eine x-Koordinate haben und das K-Pfeil jetzt der sogenannte Wellenzahlvektor ist. Der zeigt in die Richtung der Ausbreitung dieser Welle im dreidimensionalen Raum. Ich wiederhole nicht im Einzelnen, was wir dann in der Mechanik durchgeführt hatten, erwähne nur, dass wir also diese Größe U, diese Auslenkung, sowohl zweimal nach dem Ort oder alternativ zweimal nach der Zeit abgeleitet haben. Und da sind wir dabei draufgekommen, dass wir eine Gleichung bekommen, die sehr einfach ist. Die lautet nämlich, der Zusammenhang, den man erhält, ist d2u nach t Quadrat. Na, da schreiben wir zuerst noch dx Quadrat. Also Wort zuerst nehmen. d2u nach dx Quadrat minus 1 durch v Phase Quadrat d2u nach dt Quadrat ist gleich 0. Wobei das v Phase gleich ist in dieser Darstellung Omega durch k. Die Phasengeschwindigkeit hatten wir definiert als die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Punkten konstanter Phase bei einer derartigen Welle. Und dabei ist uns herausgekommen, dass diese Phasengeschwindigkeit eben gleich ist Omega durch K. Und wenn man das hier entsprechend sich anschaut, bilden wir hier Omega durch K. V Phase ist gleich Omega durch K. Das soll ein K sein. Dann ist das, steht ja schon so schön da, 2 Pi Mü. Dividiert durch K, das ist also mal Lambda durch 2 Pi. Da fällt das 2 Pi heraus und es kommt heraus Lambda mal Nü. Eine Beziehung, die Ihnen sicherlich schon gut bekannt ist, sollte Ihnen auch aus der Schule schon bekannt sein und sagt im Wesentlichen nur aus, Nü ist die Anzahl der Schwingungen pro Zeiteinheit, Lambda ist die Ausbreitung für eine Schwingung, daher wird Lambda mal Nü die Ausbreitung während der Zeiteinheit sein, weil in der Zeiteinheit gibt es Nü-Schwingungen und jede Schwingung bringt die Welle um ein Lambda weiter. So hat man dann in der Zeiteinheit eine Ausbreitung von Lambda mal Nü und V-Phase ist ja nichts anderes als die Ausbreitung eines Wellenberges in der Zeiteinheit. Also das ist in äußerst einfacher, übersichtlicher Form der Zusammenhang, der sich hier ergibt. Diese Differentialgleichung ist jedenfalls so beschaffen, dass eine derartige raumzeitlich-periodische Abhängigkeit dieser Differentialgleichung genügt. Deswegen nennen wir diese Differentialgleichung auch die Wellengleichung. Wohl zu unterscheiden von der Schwingungsgleichung, mit der wir es da oben zu tun hatten.
aber die jetzt nur eindimensional. Und wieder, so wie ich das jetzt gerade vorhin für diese Auslenkungsfunktion U gemacht habe, können wir eine Verallgemeinerung für den dreidimensionalen Raum durchführen und erhalten damit dann, dass wir hier jetzt dann nicht nur die Ableitungen nach x² haben, sondern entsprechend auch nach y und nach z². Und man kriegt damit also d2u nach dx² plus d2u nach dy² plus d2u nach dz². Und jetzt weiter minus 1 durch V Phase Quadrat d2u nach dp Quadrat ist gleich 0. Und das hier fasst man gern zusammen als Laplace-Operator Delta angewendet auf u. Das ist jetzt nicht so ein kleines Delta, was man halt oft verwendet, sondern das kommt also von der D'Alembertschen Differentialgleichung, ist der Delta oder Laplace-Operator und die Darstellung laut Delta U minus 1 durch V Phase Quadrat D2U nach dp Quadrat ist gleich 0. Das ist jetzt die Wellengleichung dreidimensional. Damit haben wir zusammengefasst, was wir aus der Mechanik schon kennen über die Wellen. Ich möchte da kurz innehalten, ob Ihnen das alles noch einigermaßen geläufig ist oder zumindest jetzt wieder verständlich erscheint, weil da kommen natürlich ein paar Differentialoperatoren und so Zeugs, woanders geht das nicht, aber das sind an sich Dinge, die Ihnen nicht mehr wirklich neu sein sollten. Haben Sie dazu irgendwelche Fragen, irgendwas Unklares, irgendwas, was Sie jetzt nicht gut verstehen können? Okay, was hat das jetzt alles mit Elektrodynamik zu tun? Und wir wollen uns also jetzt anschauen, wie schauen also jetzt elektromagnetische Wellen aus? Und da gehen wir aus für die elektromagnetischen Wellen von den entsprechenden Maxwell-Gleichungen. Wobei wir jetzt davon die Annahme machen wollen, dass wir für elektromagnetische Wellen einen Raum betrachten wollen, in dem es keine freien Ladungen und keine freien Ströme gibt. Also zum Beispiel das Vakuum oder aber auch irgendwelche die elektrischen Medien, durch die halt sich diese Felder ausbreiten können. Also keine freien Ladungen und keine freien Ströme. Rho gleich 0, E Phi gleich 0. Das setzen wir hier voraus. Na, und was bleibt dann stehen? Dann bleibt also stehen, dass die Divergenz E gleich 0 ist und die Divergenz B gleich 0 ist. Denn Divergenz E war ja Rho durch Epsilon 0, das ist 0, und Divergenz B fein ist sowieso immer gleich 0. Und wir schauen uns also jetzt die Rotationsgleichungen an. Und da können wir einmal anschauen, wie wird sich denn die Gleichung für Rotation B verhalten?
Rotation B, da hatten wir doch zunächst einmal den Term, der mit dem Örsted-Versuch zusammenhängt, ein μ0 mal j, also μ mal j, wenn man das also gleich auch für ein elektrisches und magnetisches Medium beibehält, plus den Term, der mit dem Maxwell'schen Verschiebungsstrom zusammenhängt, den haben wir ja ausführlich diskutiert, auch zeitlich veränderliche elektrische Felder führen zu einem magnetischen Feldwirbel, also Epsilon mal μ mal dE nach dt. Das ist die Maxwell'sche Gleichung für den Fall von dielektrischen und magnetischen Medien für das B-Feld. Und jetzt können wir da links und rechts die Rotation bilden. Versuchen wir das. Jetzt werden Sie mich fragen, wie kommt er denn darauf? Naja, wir versuchen das halt. Manchmal muss man mal was Spezielles machen, um dann zum Ziel zu kommen. Wir bilden also die Rotation von der Rotation B-Feld. Naja, und das ist also nun, das J-Pfeil, haben wir ja gesagt, ist 0. J ist 0, dieser Term fällt weg. Und es bleibt also stehen, Epsilon mal μ mal d nach dt, und Rotation können wir vertauschen, das sind verschiedene partielle Ableitungen. Also haben wir d nach dt von Rotation E. Naja, rot, rot ist Grad tief minus Delta. Das ist so eine Formel aus der Vektoranalysis. Entweder man schaut nach oder man merkt sie sich. Also wenn da rot, rot B steht, dann ist das Grad tief B minus Delta B. Tief B ist aber 0, also fällt dieses Stück schon weg. Was uns also überbleibt hier? Und das Rotation E auf der anderen Seite, das haben wir ja auch eine Maxwell-Gleichung dafür. Das Rotation E ist minus dB nach dt. Das ist ja die vierte Maxwell-Gleichung, die entspricht ja dem Induktionsgesetz. Minus ist von der Lenzschen Regel. Und damit erhalten wir als Folgerung, minus Delta B, weil das Divergrad tief B, wenn tief B gleich 0 fällt weg, minus Delta B ist gleich, und auf der anderen Seite steht Epsilon 0 mal μ, also Epsilon mal μ, und jetzt d nach dt von minus dB nach dt. Also haben wir mal minus d2b nach dt Quadrat. Naja, und das bedeutet jetzt, dass wir schreiben können, Delta B ist gleich, Delta B scheint es jetzt nicht ist gleich, sondern bringt es auf die andere Seite, minus Epsilon μ d2b nach dt Quadrat ist gleich 0. Also plus Delta B minus Epsilon μ d2b nach dt Quadrat ist gleich 0. Wer hat bei dieser Umformung jetzt ein schlechtes Gefühl? Der soll sich melden, ob er sie
er oder sie, und ich werde den Vorgang noch einmal im Einzelnen erklären. Ich glaube nämlich, dass das außerordentlich wichtig ist, dass man sich das gut klar gemacht hat. Ich erkläre es auf jeden Fall noch. Also die Divergenz E und die Divergenz B sind 0, weil wir keine Ladungen haben und Divergenz B immer 0 ist. Rotation B ist μ 0 mal J, das ist aber 0, weil J gleich 0 ist plus Epsilon 0, Epsilon μ mal dE nach dt. Das ist die Differentialgleichung, die Maxwell-Gleichung für Rotation B. Bei der machen wir jetzt, weil sich es als nützlich erweist, links und rechts noch einmal eine Rotation. Rotation von Rotation B ist daher Epsilon μ mal d nach dt von Rotation E. Das Rot-Rot ist grad Tief minus Delta, Tief B ist aber 0, bleibt nur minus Delta B stehen, das ist da oben. Da steht Epsilon μ d nach dt von Rot E. Rot E ist aber laut Induktionsgesetz minus dB nach dt. Also ist das minus Epsilon μ mal d nach dt von d nach dt minus Epsilon μ d2b nach dt Quadrat. Da haben wir nichts gemacht als das, was wir schon hatten, diese ganzen Differentialgleichungen, nämlich die Maxwell-Gleichungen, ineinander eingesetzt. Naja, und da jetzt kommt also heraus, wenn man da jetzt das Delta B auf die andere Seite bringt, hat man plus Delta B minus Epsilon μ d2b nach dt Quadrat ist gleich 0. Und jetzt schauen Sie mal. Vergleichen Sie das einmal mit der Differential. Sie steht übrigens, das ist schön, direkt nebeneinander. Delta U minus 1 durch V Phase Quadrat d2u nach dt Quadrat ist 0. Delta B Pfeil minus Epsilon μ d2b nach dt Quadrat ist gleich 0. Na, ist das nicht was? Das muss den nächsten Lorentzi gefreut haben, die auch das draufgekommen ist. Weil damit zeigt sich jetzt, dass das B Pfeil eine wellenhafte Eigenschaft aufweist. Es ist eine allerdings vektorielle, im Gegensatz zu dieser skalaren Funktion U, eine vektorielle Auslenkung in drei Dimensionen, die sich wellenhaft ausbreitet, wobei man natürlich jetzt sofort erkennen kann, und das ist ja der Gipfelpunkt an dem Ganzen, dass dieses Epsilon mal μ gleich 1 durch V Phase Quadrat ist. Das heißt, wir kriegen gleich heraus, die Phasengeschwindigkeit V Phase dieser Ausbreitung ist, weil das ist V Phase Quadrat, 1 durch V Phase Quadrat ist also dann entsprechend 1 durch Wurzel aus Epsilon mal μ. Kommt durch Vergleich unmittelbar heraus. Und wenn man jetzt nicht von der Rotation B-Gleichung, sondern von der Rotation E-Gleichung ausgeht, Rotation E ist minus dB nach dt, und da wieder die nochmalige Rotation macht, kommt haargenau dasselbe heraus, nur dann steht E da drinnen statt B. Also E und B weisen jeweils einen Wellencharakter auf mit dieser Phasengeschwindigkeit. Also analog auch für das E-Feld. In völlig gleicher Weise, damit möchte ich Sie jetzt gar nicht weiter aufhalten, das ist wirklich was, ein Homework, was Sie selbst versuchen können. Da wandeln Sie auf den Spuren von Maxwell und erleben vielleicht auch so ein bisschen was von der Freude, dass das also da so toll herauskommt. Nicht? Und vergessen Sie nicht, diese vier Maxwell-Gleichungen, die wir da jetzt verwendet haben, ist pure Anwendung von experimentellen Befunden. Sonst nichts. Also es ist schon schön, wie da aus einfachen experimentellen Erfahrungen man dann so etwas ableiten kann. Naja, damit kriegen wir also da die Phasengeschwindigkeit heraus. Und jetzt ergibt sich natürlich, wenn man Vakuum hat, dann ist ja das Epsilon
gleich Epsilon 0, das μ gleich μ 0 und damit kriegen wir die Phasengeschwindigkeit im Vakuum heraus. Das nennen wir C0, das ist dann 1 durch Wurzel aus Epsilon 0 μ 0. Und das ist natürlich überhaupt ein Hammer. Und das haben wir Ihnen ja, das freut mich ja sehr, in den Methoden auch vorführen können. Wir hatten ja durch verschiedene Experimente das Epsilon 0 und das μ 0 bestimmt. Und da habe ich Ihnen noch gesagt, ich verspreche Ihnen, ich erkläre Ihnen, dass also das 1 durch Wurzel aus Epsilon 0 μ 0 die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen im Vakuum ist. Für Vakuum. Ja? Und wenn man das wirklich einsetzt, und das war also der eigentliche Punkt, wo es also dann wirklich was Großes ergeben hat, kommt nämlich heraus, innerhalb der Fehlergrenzen ist das die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Innerhalb Fehler ist das die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Das ist natürlich jetzt noch kein Beweis dafür, dass Licht eine elektromagnetische Welle sei oder sich wenigstens als elektromagnetische Welle interpretieren lässt. Aber die berühmten, vielleicht 10, 15 Jahre nach Maxwell durchgeführten Hertzschen Versuche haben dann tatsächlich belegt, dass die elektromagnetischen Wellen sich wirklich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, diese zwei Geschwindigkeiten also wirklich wesensgleich sind. Und damit ist also ein ganz wesentlicher Vereinheitlichungsschritt in der Physik gelungen, nämlich dass die gesamte Optik in die, zumindest die Wellenoptik, in den Bereich der Elektrodynamik eingeschlossen wurde. Die Vereinheitlichungen sind ja das, was die Physik oft weitergebracht hat. Und das ist also ein ganz wichtiger Vereinheitlichungsschritt. Auf diese Art und Weise haben wir also eine Deutung erreicht, die Deutung des Lichtes als elektromagnetische Welle. Und da können Sie sich natürlich schon überlegen, dass dann die ganze Optik dadurch ganz wesentlich beeinflusst ist. Ich möchte allerdings schon auch erwähnen, weil an dieser Stelle kommen ein paar Sachen vor, die für das Weitere in dieser Vorlesung sehr wichtig sind. Wenn man hier von Phasengeschwindigkeit spricht, muss man sich ja immer die Frage stellen, relativ zu welchem Bezugssystem. Diese Frage wird an der Stelle besonders wichtig. Dieser Frage müssen wir nachgehen. Denn bei diesem Ausdruck stehen nur Naturkonstanten drinnen. Es scheint so zu sein, als ob die immer die Lichtgeschwindigkeit C0 ist. Aber bitte schön, wenn sich das Licht auch hier ausbreitet und ich laufe mir jetzt nach, nicht so schnell wie das Licht, aber doch, dann müsste doch die Geschwindigkeit, die ich betrachte, dann kleiner sein. Aber das ist hier nicht drinnen enthalten. Andererseits, nirgends in den Maxwell-Gleichungen steht irgendein Bezug auf ein spezielles, festgelegtes Bezugssystem. Was ist die Lösung von alledem? Das hat sich der Herr Michelson überlegt. Und es war ein sehr geschickter und begabter Experimentator und hat ein Interferometer konstruiert, wo er sicher war, dieses Problem lösen zu können. Das Ergebnis war ein Fehlschlag. Aber darüber sprechen wir jetzt im Anschluss. Sie haben heute kennengelernt, dass man elektromagnetische Wellen so wie Lichtwellen interpretieren kann und dass sich elektromagnetische Wellen im Vakuum mit dieser Geschwindigkeit ausbreiten. Sollte es da noch weitere Fragen geben, die Sie heute noch nicht formulieren konnten, dann können Sie sie dann nach Pfingsten formulieren. Also wir sehen uns wieder am Mittwoch nach Pfingsten. Danke.